Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video bei ATC.tv. Jetzt nach einigen Wochen Fluglotsenausbildung, die ich bisher absolviert habe, habe ich nun endlich die Möglichkeit, mal ein bisschen von der Ausbildung zu berichten, nachdem ich jetzt verschiedene Fächer, verschiedene Leute, verschiedene Themengebiete kennengelernt habe. Und in diesem Video möchte ich das Ganze mal mit euch teilen. Am 11. September ging die Ausbildung des FVK 289 los und wie bei vielen Ausbildungen wahrscheinlich war am ersten Tag erstmal viel Organisatorisches auf dem Programm. Wir haben aber auch viele neue, nette Leute kennengelernt. Wir haben unseren Kurs kennengelernt, sowie unseren Kursleiter und wurden schon mal so ein bisschen darauf eingestimmt, was uns in den nächsten Wochen erwarten würde. Viel Spaß, aber gleichzeitig auch viel Lernen. Am 10. September bin ich dann hier in eine WG in Langen direkt gezogen, wohne hier mit vier anderen Leuten noch zusammen, mit denen ich auch sehr gut klarkomme. An dieser Stelle mal Shoutout an euch vier. Und am Mittwoch ging es dann mit dem Unterricht los. Die ersten beiden Wochen stand dann Englisch auf dem Programm. In dem Unterricht sollte dann der Grundstein für das Vokabular eines Fluglotsen auf Englisch logischerweise gelegt werden, damit man dann im Verlauf der weiteren Ausbildung keine weiteren Probleme hat, das englische Vokabular anzuwenden und auch zu verstehen. In der Zeit haben wir auch bereits viele lustige und spaßige Aktionen mit unserem Kurs unternommen, den ihr im nächsten Video auch noch kennenlernen werdet. Und wir waren bowlen, wir waren gemeinsam essen, wir haben verschiedene Aktivitäten auf dem Campus gemacht, da kommt man ja nicht zu kurz. Man kann auf dem Campus Fußball spielen, wir haben gemeinsam ein Kickerturnier gemacht, Billard gespielt, all das, was man eben auf dem DFS-Campus so veranstalten kann. Die beiden Englischwochen wurden dann mit einer Englischprüfung mündlich abgeschlossen, die unser Kurs dann zum Glück ohne weiteres meistern konnte. Und dann ging es richtig los mit dem Lotsenunterricht an sich. Fächer wie Air Traffic Management und National Legislation bestimmen also momentan unser Leben so ein bisschen. Man muss natürlich viel lernen, aber es macht auch viel Spaß, vor allem weil es halt die Materie ist, die einen auch wirklich dann interessiert, weswegen man sich ja dann auch dementsprechend für den Beruf entschieden hat. Unser Kursleiter, wir nennen ihn liebevoll Conny, bereitet uns dementsprechend auch in den sogenannten ATLA-Stunden, also Air Traffic Management und Law, gut auf die anstehende Prüfung vor, die wir Ende Oktober schreiben werden und die dann unsere erste richtige große Prüfung an der Akademie sein wird. Anschließend darauf geht es dann in den Tower. Im nächsten Video möchte ich auch gerne mal, was ihr davon haltet, könnt ihr aber in die Kommentare schreiben, ein bisschen was zum Ausbildungsaufbau und Ablauf erzählen. Also wie das Ganze sich zusammensetzt und in welcher Phase man wie Theorie, wie Simulator beigebracht bekommt. Nebenbei sind wir auch schon in die ersten Simulationseinrichtungen der Flugdatenbearbeiter gegangen, wo wir gelernt haben, wie man einen Flugplan ausfüllt, an wen man den Flugplan abschickt und wie diese Flugpläne dann im Endeffekt als Flugstreifen beim Lotsen landen, der dann die Flugzeuge mit Hilfe der Streifen durch den Sektor lotst. Und das hat schon mal einen sehr positiven Eindruck hinterlassen, weil es mega Spaß gemacht hat. Auch in den Pausen kann man sich im Casino immer gut aufhalten. Casino nennen wir den Bereich, in dem man kickern kann, Billard spielen kann und sich mit vielen anderen Kursen unterhält. Man lernt neue Leute dann dazu kennen. Die DFS hat eine campuseigene Kantine, in der Mittag gegessen werden kann, zu anständigen Preisen und sehr, sehr gutes Essen, was da einem serviert wird. Und dann haben wir meistens bis 14 oder 15.20 Uhr manchmal Unterricht, bevor wir dann nach Hause kommen, den Stoff aufarbeiten und sich dann noch mit anderen Fluglotsen dazu, wie es hier trifft, was unternimmt gemeinsam. Ich hoffe, ich konnte euch hier in diesem Video so ein paar erste Eindrücke vermitteln, wie das Ganze so abläuft an der Akademie, wie die ersten Ausbildungswochen sind. Das war natürlich erstmal sehr oberflächlich. In den nächsten Videos, in den nächsten Wochen möchte ich natürlich ein bisschen tiefer mal reingreifen, die einzelnen Fächer vorstellen, vielleicht mal eine Campus-Tour machen. Ihr könnt ja mal schreiben, worauf ihr so Lust habt, was ihr gerne sehen wollen würdet. Einfach unten in die Kommentare schreiben und dann werde ich auf jeden Fall auf euch zurückkommen. Und in dem Sinne, haltet die Ohren steif, wir sehen uns beim nächsten Mal.